nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende ist. Trabi Trabi über alles. Ein Auto wird auf völlig unvorhergesehene Weise zum Symbol deutscher Vereinigung. Die Volksmassen des Arbeiter- und Bauernstaates auf dem Weg zur Sightseeing-Tour im dekadenten Westen. Symbolbild eines Tages. Am Nachmittag versuchen Politiker, die historische Entwicklung auf den Begriff zu bringen. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Übrigens, liebe Freunde, ein Stück von jedem scheußlichen Bauwerk, ein Stück davon könnte man dann von mir aus sogar als ein geschichtliches Monstrum stehen lassen. Der regierende Kanzler der Bundesrepublik Deutschland in der historischen Stunde seines Landes. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Landsleute in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland, hier auf diesem Platz vor dem Schöneberger Rathaus sind seit über 40 Jahren Berlinerinnen und Berliner zusammengekommen, um für den Frieden und für die Freiheit dieser Stadt zu demonstrieren. Die Rede wird nicht abgebrochen. Währenddessen versucht im Ostteil der Stadt die DDR-Führung zu demonstrieren, dass sie immer noch die Macht hat. In der Menge erscheint der Mann, unter dessen Verantwortung die Mauer geöffnet wurde, Egon Krenz. Eine Junggenossin distanziert sich vom vergnügungssüchtigen Volk. Für uns die Jugend, dass wir für unseren Staat da sein möchten und nicht zu dieser Stunde auf dem Kudamm spazieren wollen. Doch dann kriegt sie die Kurve doch noch. Und wenn wir jetzt für die Wende sind, auch mit einem Egon Krenz an der Spitze, wenn er das durchhält, Glasnost und Perestroika, auch in der DDR, dann stehe ich hinter Egon Krenz. Streicheleinheiten von Seiten der Parteibasis werden prompt erwidert. Bürger Berlins, ihr habt alles getan, dass unser Alltagsleben fortgeht und dass wir den Sozialismus in unserem Lande stärken. Und dafür verdient ihr Dank, Dank und noch einmal Dank. Lautes Singen im dunklen Keller vertreibt die Angst. Am Rande der Kundgebung stellt sich die neue Führung kritischen Fragen. Ich hätte nicht vermutet, dass also in den Nachtstunden, wir haben mit einem erheblichen Andrang gerechnet, aber ich hatte gedacht, es würde so gegen 2 Uhr nachts würde die Sache abflauen, aber sie ist dann nicht abgeflaut. Ich habe das aber beobachtet. Ich wollte ich will nur Ihnen wissen, eins sagen. Wie Sie, das sind die Autos lang gefahren. Hin und zurück. Wie die Sache gelaufen ist. Sie können sich doch vorstellen, dass das also nicht ohne Risiken hätte ablaufen können oder ja, dass genau. Man das so kalkulieren kann. Und das war eine solche Demonstration, also erlauben Sie mir das so etwas phrasenhaft auszudrücken, von Volkssouveränität. Ja? Rüber. Und dann, wir kommen wieder zurück und sind wieder hier. Und ich habe heute eine Reihe von Fernsehinterviews gesehen, wo also unsere Bürger, junge Menschen, relativ junge Menschen, auf dem Kudamm befragt wurden. Na, wollen sie denn noch hier bleiben? Die sagten, nee, wir bleiben nicht, wir gehen wieder zurück. Unser Platz ist da drüben. Aber es war interessant. Also, und auch die Bemerkung von Egon Krenz sollte man zur Kenntnis nehmen, dass das eine Sache ist, die uns ermutigt, in der Politik der Erneuerung vorzugehen. Es ist vielleicht der kühnste Schritt, der in dieser kurzen Zeit zu machen war. Es gibt keine Alternative zu dieser Politik. Davon sind wir wirklich fest überzeugt.
Und wir sind auch bereit, die Risiken einzugehen, die diese Politik mit sich bringt. Egon Krenz im Gespräch mit SED-Genossen. Es ist einfacher, etwas anzuordnen, etwas per Dekret zu sagen. Es ist einfach, in die Verfassung zu schreiben, wir haben die führende Rolle. Aber diese führende Rolle jeden Tag zu verteidigen, Genossen. Und zu erringen. Und zu erringen und neu zu erringen. Das ist das Entscheidende. Währenddessen demonstriert die Arbeiterklasse der DDR ihre führende Rolle auf dem Kurfürstendamm. Man zeigt, dass der russische Einfluss nicht ganz vergebens war. Ich war zwar auch mal gelegentlich in der DDR, die in den letzten Zügen lag, aber die meiste Zeit habe ich eigentlich den Untergang der DDR im Schneideraum beobachtet. Weil die Reporter waren unterwegs und brachten die Materialien. Und ich habe mit ein paar anderen Kollegen die Filme zusammengeschnitten und habe praktisch jedes Wochenende und die meisten Nächte im Schneideraum zugebracht. Am frühen Morgen stehen Leute auf der Mauer neben dem Brandenburger Tor und lauern darauf, mit DDR-Grenzern Streit anzufangen. Irgendwie muss die neue Offenheit der DDR-Führung doch zu stoppen sein. Patriotisch behämmert gegen Beton. Zuschauer in der Hoffnung, dass alte Feindbilder reaktiviert werden. Kein Durchblick, trotz Durchblick. Ein Drahtseilakt. Alle ziehen an einem Strang, um die Grenztruppen endlich zum Eingreifen zu bewegen, damit die Klischees wieder stimmen. Es naht ein volkseigener Wasserstrahl und netzt die heißen Köpfe. Und dennoch, alles bleibt friedlich. Offenbar ist allen klar, an welcher historischen Stunde sie hier teilhaben. Wettkampf der Systeme auf schmalem Grat zwischen Ost und West. Ein Gerangel mit anachronistischem Zug. Mit einem Pfeifkonzert wird hier die Zeitenwende gefeiert. Schaukämpfe, Mann gegen Mann. Doch es fällt kein einziger Schuss. Es siegt der Sozialismus auf eigenem Platz. Heimvorteil für die Roten im Grün. Die Geschichte, so heißt es, wiederholt sich. Einmal als Tragödie, einmal als Farce. Unter den Augen der wachsamen Berliner Polizei schwankt die Mauer und kippt nach Westen. Mit den technischen Mitteln, die man hatte, und diesen wirklich großartigen Reportern, die man hatte, so nah wie es geht an die Realität zu kommen. Und die lieferte jeden Tag neue Bilder und Szenen. Besenrein in die Zukunft. Das Symbol der Teilung sollte jetzt Symbol der Öffnung werden. Die DDR war im Begriff, sich einen Haupteingang oder Hauptausgang zu schaffen. Das Tor zur Welt. Ein kleiner Schritt für den Menschen in Uniform, ein großer Sprung in der Geschichte. Die Reise zum Mond hat weniger lange gedauert. Plötzlich konnte ein Reporter, der frech fragte, auf der Mauer zwischen Ost und West mit seinem Kamerateam herumspazieren. Kein Wunder, dass die versammelte Weltpresse auf den historischen Moment lauert, da die Öffnung der Grenzen hier besiegelt wird. Das Brandenburger Tor, Symbol der Teilung, soll jetzt zum Symbol der Einheit werden. Das dauert. Doch zum Jahreswechsel ist es vollbracht. Ein solches Feuerwerk hatte es seit der Schlacht um Berlin nicht mehr gegeben. Silvester 1989-90.
45 Jahre nach Kriegsende, 28 Jahre nach dem Bau und 7 Wochen nach dem Fall der Mauer feierte die alte Reichshauptstadt ihre Wiedervereinigung. Finale eines Herbstes der Geschichte schrieb. Ende einer Epoche, die sich Sozialismus nannte. Die 4 Pferde der Quadriga galoppierten gen Osten, ganz im Gegensatz zur Bevölkerung der DDR. Jetzt haben Hammer und Zirkel ausgedient. Das Weltniveau, das die DDR ebenso entschlossen wie erfolglos angestrebt hatte, okkupierte kurzzeitig das Niemandsland zwischen den Mächten und zwischen den Zeiten. Ich habe gemerkt, das ist unsere große Chance. Und wir haben alles drauf gesetzt, alle Leute dahin zu schicken. Jetzt ging es darum, das DDR-System nachträglich kennenzulernen. Das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR hatte 85.000 Feste und 109.000 freie Mitarbeiter. Das sind insgesamt knapp 200.000 Spitzel und Hilfsspitzel. Fast halb so viel, wie die Bundeswehr an Soldaten hat. Kein Wunder, dass die Abschaffung des Geheimdienstes für die Opposition in der DDR oberste Priorität hat. Am Abend erscheint das Volk persönlich. Die Oppositionsgruppe Neues Forum hatte zur Demonstration aufgerufen, 100.000 kamen. Für manche war es nicht die erste Begegnung mit der Stasi oder ihrer Technik. Aber die Stasi war längst raus aus ihrem Hauptquartier. Als letzte Amtshandlung und unfreundliche Geste, das Tor wird geöffnet. Auch die Volkspolizei ist auf den Geschmack gekommen. Die Revolutionsmaxime keine Gewalt wird kurzzeitig durchbrochen. Mit revolutionärem Elan stürmt man ein leeres Treppenhaus im Versorgungstrakt des riesenhaften Stasi-Komplexes. Stasi-Lektüre findet ungewohnte Aufmerksamkeit. Geheime Akten sind hier längst nicht mehr zu finden. Unsere Genossen. Ja. Maikäfer, Kennwort. Wenn man nicht dran. Kameras abdecken beim Film und Zwischenfilm. Im Stasi-Schaufenster. Die Forderung nach Einblick. Das Volk steigt voll drauf ein. Die interessanteren Gebäudekomplexe stoßen bei den Besetzern auf weniger Interesse. Aber irgendjemand muss doch drin gewesen sein, mit Schlüssel. Das Team macht sich auf die Suche nach dem Büro des Stasi-Chefs. Während sich die Demonstranten an Blechtüren, Propagandabroschüren und wertlosen Akten vergehen, sitzt der kommissarische Chef des Hauses im Dunkeln. Ja. Sie sind auch ehemaliger Angehöriger der Staatssicherheit? Ja, sicherlich. Ich bin hier ausschließlich wegen dieser Aufgabe hierher versetzt worden aus dem Bezirk Frankfurt-Oder. Da es aus dem ehemaligen Ministerium natürlich keine Kader mehr gibt, Führungskader. Wie Sie wissen, Herr Mielke sitzt. Alle anderen sind entlassen und einer muss, wie sagen wir, die Konkursmasse verwalten und das bin ich. Also ich war das letzte Mal im Juni hier drin, aber als in Haft. Ne? Hast du? Ja. Wann wart ihr das letzte Mal hier drin? Also das erste Mal hier, glaube ich, 1976 in Haft gewesen und das letzte Mal im Juni diesen Jahres nach einer Demonstration im Zusammenhang mit dem Wahlbetrug. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, aber ich hoffe, ich weiß nicht, ob das hier auf dem Sender ist, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich Ihnen mal eine Telefonverbindung herstelle. Nee, ich auch nicht, dass ich das ist. Weshalb, wer sind Sie? Ich bin auf dem Frieden. Ich bin auf dem sind wir. Initiative für die Menschenrechte. Und Sie waren auch mal in Haft hier? Ich hatte immer in anderen Teilen des Gebäudes zu tun, sagen wir so. Ich unterstand der ausdrücklichen Befehlsgewalt des Ministers. Und ich habe Befehle und Weisungen des Ministers durchgeführt, von denen ich mich natürlich, oder zumindest von einigen, die sich insbesondere mit den Andersdenkenden beschäftigen, natürlich aus meiner heutigen Sicht voll distanziere.
Wendezeit. Kurz vor Mitternacht ist die Invasion beendet. Die revolutionäre Konfetti-Parade ist vorbei. Das Stasi-Gebäude steht noch. Der Geheimdienst kann zufrieden sein. Die extensive Bespitzelung eines ganzen Volkes war bezirksweise organisiert. So gab es allein in Ost-Berlin neben dem gigantischen Ministerium für Stadtsicherheit auch noch die Stasi-Bezirksverwaltung mit 2500 Mitarbeitern. Auch dieser Komplex wurde Anfang 1990 unter Aufsicht von Staatsanwälten und Bürgerkomitees aufgelöst. Die Stasi-Erbschaft wanderte auf den Müll oder als mildtätige Spende an andere Behörden. Und bei den Aufräumarbeiten entwirrte sich Stück für Stück das geheime Spitzelnetz der Stadtsicherheit. Ein Land, in dem das öffentliche Telefonsystem nur mühsam funktionierte, leistete sich bei der Lauscharbeit erhebliche Überkapazitäten. In diesem Schaltzentrum wurden Telefonleitungen angezapft und in die eigentliche Abhörzentrale Johannisthal umgeschaltet. Erst einen Tag nach der Abrüstung gab der Militärstaatsanwalt die Räume zur Besichtigung frei. So, meine Damen und Herren, bitte. Wir hatten sehr gute Kamerateams, sehr gute Reporter und es war plötzlich nach dem Fall der Mauer eine unglaubliche Umstellung der ganzen Gemengelage, der politischen Gemengelage. Und in der DDR, die es ja noch gab, wollten alle plötzlich auf der Seite des Fortschritts sein und wollten Demokratie und Öffnung haben. Es war nicht nur die Mauer geöffnet worden, sondern plötzlich öffnete sich fast alles. Und so konnte zum Beispiel Georg Mascolo, der da wirklich sehr weit vorne war, einmal in einen großen tiefen Schacht mit runterfahren, in dem die DDR ihre nuklearen Abfälle gelagert hatte. Seit 12 Jahren wird hier in der Ortschaft Morsleben, direkt an der deutsch-deutschen Grenze bei Helmstedt, das schwierigste Problem der Kernenergie gelöst: die Endlagerung strahlenden Mülls. Salzstock, Bartensleben. So, jetzt sind wir gleich da. In 512 Metern Tiefe sind hier die radioaktiven Reste der DDR-Kernindustrie sowie die von 500 weiteren Benutzern strahlender Technik eingelagert. Insgesamt 12.000 Kubikmeter seit 1978. Das gesamte Hohlraumvolumen des Schachtes beträgt 5 Millionen Kubikmeter. Viel Raum für viel Atommüll. Ob er dort sicher lagert, ist eine andere Frage. Vor 2 Jahren wusste nicht einmal der Stadtdirektor der westlichen Nachbarstadt Helmstedt von dem Atomlager. Obwohl die Grube direkt im Urstromtal der Aller liegt. Havariert die Salzgrube, so könnte der kleine Fluss schnell zu einem Atomstrom werden, der in Richtung Westen fließt. In ihrer Endphase wurde die DDR plötzlich zur Besichtigung freigegeben. Jeder Funktionär wollte zeigen, dass er auf der Höhe der Zeit war und öffnete den Kamerateams die Türen. Das sind also drei Herren vom Redaktion Spiegel. Was ich auch filme, kommt auf RTL und Sat.1. So. Ein Streifzug durch die nuklearen Katakomben des Salzstockes Bartensleben. Während des Zweiten Weltkrieges lagerten hier ebenfalls hochexplosive Massenvernichtungsmittel. Die Raketen vom Typ V1 und V2. Der museale Charakter des Schachtes ist unübersehbar. Die Technologie ist recht einfacher und gefahrlos ist. Wir sehen aber im Südfeld etwas andere Verhältnisse. Erste Station der unterirdischen Sightseeing-Tour: die Lagerstätte für Atommüllfässer. Schicht für Schicht wird hier strahlender Schutt gestapelt und anschließend zugeschüttet. Dann füllt man die nächste Grotte. Was später aus den rostenden Tonnen sickert, geht nur die nächsten Generationen an. Kein Westphysiker oder Bauingenieur durfte vor der Wende die Grube von innen sehen. Westliche Experten konnten nur feststellen, dass Grundwasser aus der Umgebung der Grube direkt auf Helmstedts wichtigste Grundwasserbrunnen zufließt. Kurz vor Schichtende geht es dann noch auf einen Abstecher zum Lager für leichtstrahlende atomare Rückstände. Alles, was für mehr oder weniger ungefährlich gehalten wird, darf hier abgekippt werden.
Neben leicht strahlendem Unrat wird hier auch der Hausmüll der Grubenmannschaft entgelagert. Sperrmülltag in der Unterwelt. Es waren ja im Grunde zwei große Dinge, die sich dort veränderten. Das eine war, man konnte in die Vergangenheit der DDR blicken. Das heißt, man konnte die Abwicklung der Stasi, des Ministeriums für Stadtsicherheit, beobachten, konnte dadurch auch in das reinblicken, was sich da in den Jahren vorher so alles Merkwürdiges abgespielt hatte. Und dann gleichzeitig war es ja so, dass die Wirtschaft der DDR in einem rapiden Niedergang war. Das am besten bewachte Baugrundstück der Welt liegt zwischen Ost- und West-Berlin. Doch die Disziplin der Bewacher schwindet. Sie nehmen jetzt Geschenke an. Wirtschaftshilfe auf Nachbarschaft im kleinen Grenzverkehr an der Luckauer Straße in Kreuzberg. Die Freibeuter lauern überall. Ein Drahtzaun hat hier die Mauer ersetzt. Sie wurde gebraucht. Seitdem die DDR-Wirtschaft in den letzten Zügen liegt, ist Winterschlussverkauf. Die DDR exportiert ihr Markenzeichen. Es gibt viel zu exportieren. Die Mauer ist 168 Kilometer lang. Jedes Teilstück von 1,20 Meter Länge wiegt 2,7 Tonnen. Der Preis variiert. Das erste Stück, das wir aus der Mauer genommen haben am Brandenburger Tor, das müsste mindestens eine Dreiviertelmillion bringen. Abbruchort, Zeit und Dekoration bestimmen den Wert. Auch nach dem Kaufmotiv wird gefragt. Museen erhalten Rabatt, Kapitalisten werden geschröpft. Anonyme Künstler, die mit Spraydosen die Mauer auf westlicher Seite verschönert haben, gehen leer aus. Die ersten Segmente inklusive Zertifikat haben Westberliner Freaks gekauft. Über den Preis müssen sie, vertraglich festgelegt, Stillschweigen bewahren. Die Ostberliner Volksbühne spielt derweil das Stück Zeit der Wölfe. Gleich nebenan, im volkseigenen Amt für Arbeit, ist die Zeit der Schlange angebrochen. Anstehen für einen Arbeitsplatz. In der DDR-Verfassung ist das Recht auf Arbeit festgeschrieben. Eine Bestimmung, für die sich niemand etwas kaufen kann. Bisher wurden Arbeitslose nicht entlassen. Doch mit der neuen Zeit kommt die Realität ins sozialistische Wirtschaftssystem. Die Öffnung der Grenzen hat offene Stellen hinterlassen, aber noch mehr Menschen arbeitslos gemacht. Westwaren haben Ostwaren über Nacht zu Ladenhütern degradiert. Mit voller Fahrt ins Abseits. Für das Paradepferd des ostdeutschen Automobilbauers ist die Zukunft gesichert. Der Fluchthelfer mit Zweitaktmotor hat nur noch kurze Gnadenfrist. Verrotten kann er nicht, denn die Karosserie aus Duroplast hält ewig, wie schon der Name sagt. Das schnittige Modell hat ausgedient. Volkswagen Anteportas. Aus für das Modell in leuchtendem Panamagrün. Ende für das Modell in Gletscherblau mit Sportfelgen. Nur der Geruch wird in Erinnerung bleiben. Eine historische Duftmarke, der Geruch von Freiheit und Abenteuer. Es gibt noch Kunden. Unverdrossen bereitet man sich in Zwickau auf den 3-millionsten Trabi vor. Das Jubiläum soll unbedingt erreicht werden in den nächsten Wochen. 12.000 Werktätige montieren hier jährlich 150.000 Trabis in 80 Jahre alten Hallen. Wenn VW kommt, wird redlich geteilt. 50% des Werkes bleiben im Volkseigentum, 50% der Arbeiter werden entlassen. Die Zukunftsformel aus Wolfsburg heißt CKD. Das bedeutet Complete Knockdown. Die Produktion des Trabant wird vollständig eingestellt. Dafür rollt vom Westen her der Polo an, in Einzelteilen. Die DDR-Werker dürfen auspacken und zusammensetzen. Ein Prototyp zum Üben wurde schon angeliefert, wird aber nicht gezeigt. Zunächst muss der Trabi ausverkauft werden. Die spezifischen Produktionsmethoden von Zwickau mit ihrem hohen menschlichen Einsatz werden dann der Vergangenheit angehören. Entpersönlichte Automatenfertigung ersetzt das Fingerspitzengefühl. Sozialistische Handarbeit als Auslaufmodell. So grausam kann Kapitalismus sein. Kaum hat der Trabi ihm legal und illegal grenzüberschreitend den Weg geebnet, ist es auch schon um ihn geschehen. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan.
Der Mohr kann fahren dahin. Auch andere Industriezweige in der DDR werden den Weg alles Irdischen gehen. Selbst zur letzten Ruhe mag sich der östliche Konsument neuerdings lieber in westlicher Schale begeben. Schlechte Zeiten auch für das volkseigene Beerdigungswesen. Hier werden sogenannte Erdmöbel hergestellt, DDR-Fachausdruck für den Sarg. Der VEB fertigt jährlich 170.000 Stücke des endgültigen Möbelstücks. Sparsam wie man ist, werden die Kisten aus Abfallholz hergestellt. Entsprechend ist das Resultat. Das jämmerliche Produkt erfüllt die Ansprüche des DDR-Konsumenten zunehmend weniger. Der Westsarg drängt auf den Markt. Trotz akkurater Planerfüllung ist die Branche in Not. Speziell die Außengestaltung entspricht nicht mehr den Käuferwünschen. Neuerdings muss das Holz echt sein. Ja, es gibt also hier noch ein helleres Dekor. Es gibt also hier verschiedene Dekore, aber vom Grundprinzip her immer eine sogenannte Papier-Laminat-Tapete. Auch der Zwischenhandel ist mit dem Produkt unzufrieden. 80 Kilometer weiter in Halberstadt wird das Rohprodukt Erdmöbel vom Stadtwirtschaftskombinat zum Endprodukt veredelt. Der zuständige Betriebsdirektor für das Bestattungswesen ist die ständigen Schwierigkeiten mit den Endverbrauchern und deren Angehörigen leid. Seine Geduld mit den Genossen vom VEB Erdmöbel ist zu Ende. Wenn dann die Trauergäste sitzen und gucken zum Sarg, wo ihr Angehöriger drin liegt, und sehen dann, wenn da eine fetzen Tapete daneben hängt. Verzierungen aus Pappe können nicht über Grundmängel hinwegtäuschen. Die Griffe haben ihren Zweck. Der Zweck ist, dass daran getragen wird. Wenn hier ein Verstorbener drin liegt, biegt sich dieser Griff aufgrund der schlechten Qualität nach oben hoch, sodass die Kollegen hier Kante und Griff mit der Hand drin hängen und wahrhaftig den Sarg damit großen Schmerzen tragen müssen. Nicht nur der dekorative Überbau ist stampig hergerichtet, auch die Basis hängt zuweilen durch. Wollen wir sagen, im Menschen, der ein bisschen schwerer ist oder sonst dergleichen, kann es passieren, dass das Unterteil sich durchbiegt und wir mit irgendwelchen Mitteln versuchen müssen, im Nachhinein noch den Sarg wieder so zurechtzumachen, dass es jetzt im geringsten Sinne ansprechend ist für die Bevölkerung. Der Direktor hat den Trend weg vom Ostsarg rechtzeitig erkannt. Ein Probemodell aus kapitalistischer Produktion steht den Kunden ansichtsweise zur Verfügung. Wer die DDR nicht überlebt hat, wird nun im Westsarg beigesetzt. Die Bürger kommen und fassen die Särge an. Sie wollen Kontakt mit dem Sarg haben, wo ihr Angehöriger drin ist. Und wenn sie hier drüber fassen und fassen da drüber, merken sie also das schon. Schwarze Zeiten für rote Särge. Die Konkurrenz aus dem Westen soll neben den heimischen Erdmöbeln ausgestellt werden. So schaufelt sich die DDR-Wirtschaft ein volkseigenes Grab. Diese Wendezeit war eigentlich die journalistisch interessanteste Zeit, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Und wir waren eben dadurch sehr privilegiert, dass wir niemanden fragen mussten, wo wir drehen, was wir drehen, welche Beiträge wir machen. Wir konnten alles genau so machen, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann die erste und letzte freie Wahl der DDR. Noch wehen Hammer und Zirkel im Ehrenkranz. Am 18. März 1990 wird gewählt. Internationale Medien berichten von dem DDR-Weltereignis. East Berlin on a truly historic day. It is election day here, an event which is going to help change the face of Europe and also make our whole world a bit safer place to live in. That is why we're here this morning. Das Wahlergebnis ist eine Überraschung. Nicht die neue SPD der DDR gewinnt, sondern die gewendete CDU, ehemalige Blockpartei, Ex-Partner der SED. Der neue demokratische Aufbruch liegt bei der Hochrechnung gerade mal bei 0,8%. Und ich muss sagen, das war eine sehr enttäuschende Sache, dass man eigentlich so gerackert hat, in einer neuen Partei war und dann hatten wir 0,9% zur Volkskammerwahl. Und tja, da hat man gesehen, wie lange man braucht, um sich zu etablieren. Letztes Wort noch zu der DA, zum demokratischen Aufbruch. Ich will nicht die Frage nur in besonderer Weise dort ansprechen. Ich glaube, dass wir gute und liebe Menschen gewonnen haben im Wahlkampf und zu denen stehen wir auch. Der winzige demokratische Aufbruch durfte weiter dabei sein.
Ministerpräsident wurde Lothar de Maizière, Rechtsanwalt aus dem Umfeld der evangelischen Kirche. Und eine Pastorentochter, Mitglied des demokratischen Aufbruchs, wurde seine stellvertretende Regierungssprecherin. Jahre alt. In ihrer neuen Rolle zeigte sie von Anfang an, was in ihr steckte. Meist sagt er doch was. Ich muss sagen, wir nehmen hier Formen an, wenn ich hier was zu sagen habe. Ja, Kammer, dann würde ich. Also das dauert nicht lange, bis sie etwas zu sagen hat. Alle Abgeordneten hier ordentlich Mittagessen können. Wenn die nämlich nicht Mittagessen können, nach Hause weil der Objektleiter das verbietet. Ja, also wir sind schon schlecht. Ach so? Dürfen ja. Sie nicht mal? Ja. So verblüffte die Physikerin, so schrieb ihr damaliger Vorgesetzter de Maizière später, durch ihren klaren analytischen Verstand und ihr sicheres Gespür für die Unterscheidung von Wichtigem. Hier bespitzelte der Nachbar den Nachbarn, der Bruder den Bruder, der Sohn den Vater, die eigene Frau ihren Mann, der Freund den Freund. Und der Kirchenanwalt seine Kirche. Am Treptower Park im Berliner Stadtteil Treptow wohnte der Rechtsanwalt und ehemalige DDR-Kirchenpolitiker Lothar de Maizière in der Villa Luise, Haus Nummer 31. Es war die Adresse des inoffiziellen Stasi-Mitarbeiters Czerny, so benannt nach dem österreichischen Komponisten Karl Czerny. So fand sich diese Karteikarte in der sogenannten Territorialkartei der für das Archiv zuständigen Stasi-Hauptabteilung 12 an. Darauf die Adresse am Treptower Park 31. Hier wohnte der inoffizielle Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes mit dem Decknamen Czerny. Tätig als IMB, das heißt inoffizieller Mitarbeiter mit Feindberührung. Registrationsnummer 153468 aus 81. Geführt von der für die Bekämpfung des politischen Untergrundes zuständigen Hauptabteilung 20 in der Stasi-Bezirksverwaltung Berlin. Hat Sie überrascht, dass bei den neu gegründeten politischen Parteien oder den gewendeten politischen Parteien so viele Stasi-Spitzel an der Spitze saßen? Ja, man hätte es sich denken können. Das war und ja trotzdem, eigentlich deren Aufgabe für den Fall des Zusammenbruchs, die neuen Organisationen zu unterwandern. Aber die Leidenschaft, in diesen neuen Parteien mitzuarbeiten, hat einen auch irgendwo ein Stück blind gemacht. In Dresden residierte zu dieser Zeit ein junger KGB-Offizier in der Villa Angelikastraße 4. DDR-Bürgern, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten, konnte hier geholfen werden. Major Wladimir Putin war auch zuständig dafür, Ausreisewillige als KGB-Agenten anzuwerben, darunter auch Ingenieure und Wissenschaftler. Putin besaß einen Ausweis der Stasi, mit deren Abteilung für Wissenschaft und Technik der KGB eng verbunden war. Wer im Wissenschaftsbereich gut kooperierte, durfte Reisekader werden. So waren Ministerium für Staatssicherheit und der sowjetische Geheimdienst KGB eng verbunden. In einem geheimen deutsch-sowjetischen Protokoll von 1982, abgezeichnet von Stasi-Chef Mielke und KGB-Chef Fedortschuk, wird detailliert aufgelistet, in welchen Stasi-Dienststellen der KGB als Untermieter saß. Insgesamt hatte der sowjetische Geheimdienst in 23 Stasi-Dienststellen Verbindungsbüros und dazu 17 eigene Dienstgebäude in der DDR. Plötzlich konnte man einen der wichtigsten Geheimdienste des Kalten Krieges aufblättern. Es war für uns in der damaligen Zeit selbst sehr überraschend, mit welchen Leuten wir ins Gespräch kamen. Dass die Legende des Geheimdienstes, Markus Wolf, mit uns bereit war zu reden. Und wenn ich Fragen hatte, konnte ich den anrufen, hab den auch zu Hause angerufen. Dass der Kanzleramtsspion Guillaume plötzlich vor die Kamera ging, das war für uns selbst alles wirklich sehr überraschend. Aber irgendwie wollten die wohl selbst mal auch einen Strich unter ihre eigene Geschichte ziehen. Selten ist ein Geheimdienst im Kalten Krieg so gründlich besiegt worden wie die Hauptabteilung Aufklärung der Stasi. Die Agenten total heimatlos. Kanzlerspion Günter Guillaume beklagt, dass die Kundschafter ihren Dienstherrn verloren haben und damit plötzlich in einem etwas rechtsunsicheren Raum leben. Ja. Der eine oder andere, der das Glück hatte, nicht wie ich, im Ausland also verhaftet zu werden und einen Prozess zu haben, der also rechtzeitig
zurückgezogen wurde und der Strafverfolgung entgehen konnte, der muss jetzt damit rechnen, das kommt nachträglich auf ihn zu. Ein Geheimdienstkrimi in Real. Nun ja, das fügt sich ein in das Ende der DDR überhaupt. Wenn man den Nachrichtendienst als solchen nimmt, ist das wohl die Folge. Der Nachrichtendienst war ja nicht in dem Zustand, in dem sich Teile der Wirtschaft befanden. Er war intakt und in vielen Teilen der Welt hat er einen guten Ruf. Insofern ist es natürlich besonders bitter. Dann haben wir natürlich in der damaligen Zeit auch über die Grenzen gesehen und sind in die Nachbarländer, in denen sich ja auch gewaltige Veränderungen abspielten, gefahren. Aber ich will mal sagen, dass das Schrecklichste, was wir damals beobachtet haben und auch über das wir dann berichtet haben, war ein Kinderheim, also sage ich mal ganz vorsichtig, ein Kinderheim in Rumänien, in einer Ortschaft namens Chigit. Ein Blick in den Abgrund. Als Reporter von Spiegel und Spiegel TV das Heim entdecken, herrscht hier die Nacht der Zivilisation. Über 100 Kinder vegetieren dem Tod entgegen. Viele sind in dunkle Kerker gesperrt, sich selbst überlassen, unterernährt und verwahrlost. Der Horror einer Diktatur hat ihre Machthaber überlebt. Nach dem Sturz des Ceausescu-Regimes werden die Gräuel der Vergangenheit sichtbar, doch behoben sind sie nicht. Wir werden Ihnen in dieser Sendung einen Film zeigen, der an die Zeit vor 45 Jahren erinnert und der doch in der vorletzten Woche aufgenommen wurde. Frühling in Chigit. Die winzige Bahnstation im Nordwesten Rumäniens liegt 6 Kilometer Schotterpiste vom nächsten Ort entfernt. Der Abstand zur zivilisierten Welt war sehr viel größer. Seit dem Ende des Ceausescu-Regimes sind Bilder und Tatsachen ans Licht gekommen, die an Zeiten vor 45 Jahren erinnerten. Am Ende dieses Weges liegt das ehemalige Jagdschloss des Grafen Tissa. Seit 3 Jahren ist in dem gräflichen Palais ein Heim für angeblich behinderte Kinder und Jugendliche untergebracht. Die Dezemberrevolution hat diesen Ort nie erreicht. Der einzige Fortschritt, die Verwahrstation, darf jetzt besichtigt werden. Unter Führung einer Ärztin aus der nahegelegenen Kreisstadt Oradea, Ortstermin im Wartezimmer des Todes. Wer hier nicht wahnsinnig ist, muss es werden. 109 Kinder vegetieren unbeaufsichtigt vor sich hin, auf Matratzen, durchnässt von Urin, nackt in unbeheizten, klammen Räumen. Endlager für die Ausgestoßenen einer maroden Diktatur. Ein junger Reporter aus Hannover, Thilo Thielke, hatte auf einer Fahrt nach Rumänien das Kinderlager Chigit entdeckt und Fotos davon bei Spiegel TV vorbeigebracht. Daraufhin hatten wir ihn mit einem Kamerateam noch einmal dorthin geschickt. Der Film setzte eine Welle von Hilfsbereitschaft in Gang. Moder, Fäulnis und Verwesung liegen in der Luft. Hier mischt sich der Dreck von Jahrzehnten mit dem Gestank von Kot und Erbrochenem. Eine Badewanne und 2 Toiletten für mehr als 100 Menschen. Auf dem Gang zwischen den sogenannten Salons ein Käfig. Behausung für 2 Mädchen. Beide gelten als aggressiv, also werden sie weggeschlossen. Tag und Nacht. Maria Deutsch ist 15 Jahre alt. Ihre Mutter hat sie hierher gebracht. Sie wurde mit dem Kind nicht mehr fertig. Angela Verkete, das 11. Kind einer Analphabetin, der Vater geistesgestört. In der Krankenakte der 13-Jährigen ein Vermerk, das Kind braucht besondere Pflege und psychologische Betreuung. Menschenhaltung unter dem Niveau eines Hundezwingers. In Dreck und Elend erfroren, verhungert oder nach Infektionskrankheiten verendet. Chigit, ein Kindervernichtungsheim mit eigenem Friedhof.
54 tote Kinder 1988, 62 tote Kinder im letzten Ceausescu-Jahr und das Sterben nimmt kein Ende. Was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Also einfach abwarten, bis sie sterben? Man hätte sie gleich nach der Geburt töten müssen. Dann wäre es gar nicht erst so weit gekommen. Wir haben doch gar keine andere Möglichkeit, als sie sterben zu lassen. Doch hinter diesem Riegel beginnt nicht die dritte Welt. Hier herrscht die Nacht der Zivilisation mitten in Europa, im Monat 3 nach Ceausescu. Im ständigen Halbdunkel des finstersten Winkels der Hölle von Chigit vegetieren 15 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren. Das war eine so unglaubliche Reaktion darauf, dass ganz viele Leute angerufen haben, gesagt haben, ob sie nicht spenden können dafür. Wir richteten ein Konto ein. Seitdem die Zustände in Chigit bekannt wurden, rollt eine Welle der Hilfe an. Spenden ermöglichten den Einsatz von Helfern aus der Bundesrepublik. Drei Ärzte von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie und vom Kinderschutzbund, eine Krankenschwester und 10 weitere Helfer, die meisten vom Arbeiter-Samariter-Bund. Mit sich brachten sie Lebensmittel, Decken, sanitäre Anlagen, Werkzeug und Medikamente. Und über Jahre begleiteten wir die Hilfe mit der Kamera. Das erste heiße Bad im Leben der 5-jährigen Sirmanka Fekete. Sie war als Frühgeburt auf die Welt gekommen. Sie hatte überlebt, um 3 Jahre später zum ersten Mal in eine der Kinderhilfsinstitutionen des Ceausescu-Regimes eingeliefert zu werden. Angeblich hatte sie Ernährungsstörungen und ein zu schwaches Gewebe. Sie werde, so damals die Gutachter, niemals laufen können. Und so wurde sie auch behandelt. Aufgegeben, abgeschrieben, zum Sterben freigegeben. Und langsam stellte sich heraus, dass die abgeschriebenen Kinder von Chigit durchaus lebensfähig waren. Nach dem Essen versucht die frisch eingekleidete Sirmanka ihre ersten Schritte. Es funktioniert. Trotz der eindeutigen medizinischen Diagnose, sie werde niemals laufen können. Chigit im Jahr 2011. Die Heimkinder von einst leben heute in Wohngemeinschaften, so auch Sirmanka. Sie hat einen Freund, trifft sich aber immer noch mit ihren ehemaligen Leidensgenossen. Das war eigentlich etwas anderes als das, was wir uns als reine Journalisten damals vorgestellt hatten. Wir haben dann plötzlich dieses Heim und die Kinder in diesem Heim wirklich über viele Jahre begleitet und ihnen geholfen. Die Ereignisse überschlugen sich in diesem Jahr 1990. Am 1. Juli kam das Aus für die Ostmark. Ein paar Nostalgiker hatten sich unter die Euphoriker gemischt, die auf dem Ostberliner Alexanderplatz die Ankunft der neuen Währung erwarteten. Trauerflor auf Hammer und Zirkel im Ehrenkranz. Tanz ums goldene Kalb. Mit Hubkonzert. Ein Wohlstandssymbol feiert das andere. Der Weg nach vorn schien frei und der Blick nach hinten war es auch. Eines Tages kam einer unserer Redakteure zu mir und sagte, stell dir mal vor, was ich jetzt wieder Verrücktes von diesen Bürgergruppen da gehört hatte. Die Stasi soll angeblich Geruchsproben von ihren Bürgern genommen haben. Stell dir mal vor, auf was für Schnapsideen die Leute kommen in ihren Vermutungen, was sich da alles abgespielt haben könnte. Und da habe ich einen Augenblick nachgedacht und habe gesagt, nee, das ist irgendwie logisch. Das ist irgendwie logisch. Jedes Warnsystem ist in sich logisch. Und ich glaube, das könnte sein, dass es sowas gegeben hat.
Und dann habe ich denen gesagt, recherchiert das mal. Es ging um den Schnüffelstaat im wahrsten Sinne des Wortes. Spürhunde hatten in der DDR ihre Nase in alles zu stecken. Übung mit einem Pferdensuchhund aus der Spezialschule des Ministeriums des Innern in Pretzsch an der Elbe zwischen Wittenberg und Torgau. Routineübung der Hundeausbilder in der freien Wildbahn. Geprobt wird das Aufspüren, Stellen und Unschädlichmachen bewaffneter Flüchtiger. In diesem Fall wird angenommen, dass ein sowjetischer Deserteur sich im Wald verborgen hält. Man hetzt die Hunde auf ihn. Ein Szenario, das bis vor der Wende rund 6-mal im Jahr Wirklichkeit wurde. Beißkommandos, unterstützt von Schnüffelkommandos. Die DDR hatte es bei der Hundeausbildung weit gebracht. Spürhunde waren die Geheimwaffe eines Staates, der auf einem Sektor keine Grenzen kannte, bei der Bespitzelung seiner Bürger. Der Einsatz von Vierbeinern gegen Zweibeiner überschritt in der DDR das ansonsten vergeblich angestrebte Weltniveau ganz erheblich. Der Schnüffelstaat brachte sich selbst auf den Begriff. Allen Ernstes legte der Staatssicherheitsdienst systematisch Geruchskonserven von Oppositionellen an. In Weggläsern hortete der Geheimdienst Duftproben von Tausenden von Regimekritikern, um jederzeit feststellen zu können, wer ein bestimmtes Flugblatt verteilt oder sich an einer geheimen Zusammenkunft beteiligt hatte. Spurensuche. Die Geruchsproben des Staatssicherheitsdienstes sollen auf das Gelände der Diensthundestaffel der Volkspolizei in Leipzig gebracht worden sein. Dort unterhält die Kripo ein eigenes Geruchsarchiv für kriminologische Zwecke. Erster Besuch der Stasi-Auflöser vom Bürgerkomitee hier. Nach einigem Hin und Her werden sie in einen Nebenraum gelassen, wo die Reste der anrüchigen Stasi-Hinterlassenschaft auf Regalen ruhen. Die Weggläser sind inzwischen ausgeleert. Stasi-Geruchsproben haben keine Konjunktur mehr. Hey, das ist mein Kollege! Ich krieg's im Kopf! Wer ist das? Das ist ein ehemaliger Kollege von mir, der 88 über die Ostsee gepaddelt ist. Und über die gibt's auch eine Probe? Hier, Julie Lütke haben sie. Oh, noch weiter! Julie Lütke. Der hat in Leipzig eine alternative Galerie. Verdacht der pazifistischen Losung. In Hunderten von Gläsern wurden die Körpergerüche von Regimegegnern konserviert und archiviert. Von fast jedem, der den Sicherheitsbehörden irgendwie aufgefallen war, wurden Proben genommen. Öffentliche Herabwürdigung. Professor K. Arbeitskittel Achselprobe. Geruchsprobe vom Stuhl. Deckname Boykott. Untersuchung unter dem Decknamen Schwarze Kreide. Der in sich logische Irrsinn eines Überwachungsstaates. Missachtung staatlicher Symbole. Moment, stehen das. Deckname Immigrant. Operative Personenkontrolle Verleumder. Von der Sitzfläche seines Stuhls genommen. 10 Tage existiert sie noch, die DDR. Dann geht der Run auf die Ruinen richtig los oder besser auf die Grundstücke darunter. Das Volkseigentum soll entweder ans wohl vorwiegend westliche Kapital verkauft oder den früheren Eigentümern zurückgegeben werden. Beides erfordert, dass erst einmal festgestellt wird, wem das Land eigentlich gehört hat. Wem die Brücken gehören und die Flüsse, das war noch einigermaßen klar. Vielleicht auch noch die Autobahn, Staatseigentum. Früher, heute und in Zukunft. Aber wer den Rest besaß, das war umstritten. Die DDR wurde neu verteilt an die Eigentümer von gestern und vorgestern. Ansturm auf die Liegenschaftsämter überall in der Republik, Beispiel Dresden. Bis zum 13. Oktober sollten die Besitzer von Grund und Boden ihre Ansprüche anmelden. Doch dazu benötigten sie Grundbuchauszüge und vor allem Geduld. Beim Ausverkauf des Sozialismus wollte jeder der Erste sein. Plötzlich wurden alte Besitztitel und Erbscheine, von denen man annahm, sie seien nicht das Papier wert, auf dem sie standen, zu Kostbarkeiten. Der Kapitalismus forderte nun seine Dokumente zurück. Im Keller verrotten seit Jahrzehnten die sogenannten geschlossenen Akten. Es sind alte Grundbücher, geführt bis zum Zeitpunkt der Enteignung. In sie muss Einblick nehmen, wer sein Besitzrecht auf ein volkseigenes Gelände beweisen will.
Es hat ja in der Vergangenheit nichts interessiert, niemanden. Und jetzt mit der ganzen veränderten Situation gewinnen diese Unterlagen an Bedeutung. Bevor aber Prinzen, Grafen, Fürsten oder gemeine Grundbesitzer ihre Ansprüche durchsetzen können, müssen sie sich in diesem alten Schloss umsehen. In Barby an der Elbe, einer Kleinstadt in der Nähe von Magdeburg, lagern 14,5 Kilometer Grundbücher aus allen Orten der DDR in einem Gewirr von Gängen, Trakten und Nebenräumen. Seitdem das Schloss, in dem bis 1980 DDR-Heimkehrer überprüft wurden, Teil des Staatsarchivs ist, wurden aus der gesamten DDR fast alle geschlossenen Grundbücher hier zusammengekarrt. Es sind die einzigen Unterlagen, aus denen die Vorbesitzer enteigneter Grundstücke oder Häuser hervorgehen. Um hier etwas zu finden, müssen die 10 Mitarbeiter pro Suchaktion mehrere hundert Meter zurücklegen und zentnerweise Akten zur Seite räumen, bei denen vorhersehbaren Ansturm eine Sisyphusarbeit und nicht nur das. Man sieht hier, dass die Seiten sich vollkommen auflösen und zersetzen oder schon zersetzt sind und auseinanderfallen. Man kann es kaum noch aufblättern. Beim Recherchieren trifft man in den Grundbüchern auch immer wieder auf Schwärzungen, wo man nicht mehr ersehen kann, wer der Eigentümer dieses Grundstückes ist oder war. Ein Beispiel eines Grundbuchblattes. Hier kann man die Beschreibung des Grundstücks noch erkennen, aber die Eigentümer sind geschwärzt. Doch die schwarzen Zeiten des Kapitalismus sind nun vorbei. 1948.